Technik Nummer 2. Sich stundenlang im Bett wälzen, auf der Suche nach der besten Stellung, nach der idealen Anpassung des Organismus namens Ravel an das Möbel namens Bett. Einwand. Wenn diese Position einmal gefunden ist, erleidet die ermutigende Betäubung, die aus ihr folgt, oftmals eine Panne. Irgendwo gibt es einen kleinen Kurzschluss oder Wackelkontakt und es heißt, alles von vorn anfangen. Ravel macht erst die Nachttischlampe, dann eine Zigarette an, hustet, zerdrückt sie, um sofort eine weitere anzuzünden. Es hat kein Ende. Er könnte doch eigentlich auch versuchen, mit jemandem anderen zu schlafen, oder? Man findet den Schlaf manchmal leichter, wenn man im Bett nicht so allein ist. Das könnte er immerhin mal versuchen. Aber nein, nichts zu machen. Dass er irgendwann voller Liebe zugetan gewesen wäre, ob Mann oder Frau, man weiß es nicht. Man weiß nur, dass eine Freundin, der er eines Tages die Heirat anzutragen wagte, sehr laut zu lachen anfing und vor aller Welt rief, er sei ja verrückt geworden. Man weiß, dass Hélène, als er sie indirekt fragte, ob sie nicht auf dem Land leben möge, ebenfalls ablehnte, wenn auch feinfühliger. Man weiß aber auch, dass, als eine Dritte so groß und gewichtig wie er klein und schmal ist, ihm ihrerseits dasselbe Angebot machte, wiederum er selbst lachte, bis ihm die Tränen kamen. Man weiß, dass der junge Rosenthal Ravel einmal in einer Kneipe an der Porte de Champéry antraf, in Gesellschaft eines Trupps von Huren, die dort ihr Hauptquartier hatten, mit denen er sich höchlichst amüsierte oder wenigstens sehr vertraut schien. Man weiß, dass derselbe Rosenthal einmal zufällig ein Telefonat Ravels mit einer von ihnen mithörte. Sie war wütend, dass er lieber Rosenthal Unterricht gab, als ihr einen Teil seines Bettes zuzugestehen. Kurz, man weiß nichts, praktisch nichts. Nur, dass er sich eines Tages ein für allemal abschließend zur Frage der Liebe geäußert hat. Dieses Gefühl, so befindet er, kommt doch niemals übers Schlüpfrige hinaus. Reden wir nicht mehr davon. Zurück in Frankreich ist alles nicht so toll. Immer noch raucht Ravel zu viel, immer noch langweilt er sich genauso viel, schläft er genauso schlecht. Vor allem weiß er nach der verrückten Geschichte mit dem Bolero nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Besser, er fährt wieder in Urlaub, verbringt den ganzen Sommer im Baskenland und kommt auf andere Gedanken. Und gegen Ende des Sommers kommt von Paul Wittgenstein aus Österreich ein Briefchen. Der Pianist ist von der Front ohne seinen rechten Arm heimgekehrt. Ohne sich von diesem Verlust entmutigen zu lassen, hat er sich logischerweise den Werken gewidmet, die bisher für die linke Hand allein komponiert wurden. Doch da dieses Repertoire begrenzt ist, hat er die Idee gehabt, einigen Zeitgenossen Kompositionsaufträge für diese Hand zu erteilen. Jetzt also bestellt er bei Ravel ein Konzert für die ihm verbliebene Hand. Und man weiß nicht, was Ravel da packt. Statt nur ein Konzert zu schreiben, nimmt er sich insgeheim vor, zwei gleichzeitig zu komponieren. Eins für die linke Hand in D-Dur und ein weiteres in C. Eines für Wittgenstein, das andere aber für sich selbst, für sich allein. Bis zu diesem Tage hatte er stets nur Einzelstücke produziert, jetzt will er zum ersten Mal Zwillinge zur Welt bringen. Als er sein Konzert für die linke Hand selbst für abgeschlossen erklärt, lädt Ravel seinen Auftraggeber nach Montfort ein, um ihm die Sache vorzustellen. Paul Wittgenstein blickt verschlossen drein, mit einer kleinen Brille und ausrasierten Schläfen, von starrer, jäher Anatomie, das Ende des rechten Ärmels steckt in der Jackentasche. Zum Glück bleibt er nicht zum Mittagessen. Ravel hat schon überlegt, wie er ihm sein Fleisch schneiden soll und vor sich gesehen, wie ein rascher Blick des anderen ihn davon abgebracht hätte. Sie beschränken sich darauf, das Ergebnis dieser Bestellung zu begutachten. Nachdem Ravel die Orchesterbesetzung und die vorherrschende Atmosphäre der einzelnen Sätze erläutert hat, spielt er den Solopart beidhändig und eher nicht so gut. Wittgenstein findet erstens ihn einen ziemlich schlechten Pianisten und was das Werk selbst angeht,
sagt er offen heraus, stolz, dass man ihn nie gelehrt hat zu heucheln, dass er es nicht so besonders findet. Ravel versucht, seine Enttäuschung zu verbergen, indem er mit einer Gauloise herumfummelt, sie lange massiert, bevor er sie zu den Lippen führt, so lange, wie es dauern wird, sie zu rauchen, schweigend. Dann steckt sich Wittgenstein frostig die Partitur in die linke Tasche und verabschiedet sich. Aber diese Verletzung ist nur ein oberflächlicher Kratzer. Er sieht sehr wohl in dieser Zeit, dass sein Ruhm sich befestigt. Man spielt ihn überall, in den Zeitungen spricht man nur über ihn. Er ist dermaßen unangreifbar geworden, dass die jungen Komponisten allmählich nervös werden. Sie werden wieder borstig und greifen ihn in der Presse scharf an. Aber wieder einmal scheint es, als wäre ihm das egal. Als er eines Abends gemeinsam mit dem jungen Rosenthal ein Ballett von Dario Milhaud hört, klatscht er, bis ihm die Hände wehtun, und findet das großartig, bravo, fabelhaft, fantastisch. Aber hören Sie mal, fragt ihn sein Nachbar. Wissen Sie nicht, wie Milhaud über Sie redet? Er zieht Sie die ganze Zeit in den Dreck. Recht hat er, bemerkt Ravel. Das muss man auch, wenn man jung ist. Er schlägt auf Ravel ein, recht so soll er auf Ravel einschlagen. Wenn er nicht auf Ravel einschlagen würde, würde er Ravel komponieren. Und so langsam reicht's mit Ravel. Wieder in Paris macht sein Ruhm ihm Lust, seine Aktivitäten zu verdoppeln. Sein strahlender Erfolg bewirkt vielleicht auch eine Art Schwindel. Denn er, der sonst so ironisch über den Dingen steht, verliert ein wenig die Orientierung. Mitten in der Arbeit der letzten Monate, noch bevor die beiden Konzerte beendet sind, fasst er den Plan, mit demjenigen, das er für beide Hände geschrieben hat, auf Welttournee zu gehen. Er möchte es in allen 5 Weltteilen spielen. Wie er jedem sagt, der es hören will. Allen 5. Körperlich ist er jedoch wieder geschwächt. Er bekommt keine Erlaubnis. Die Ärzte intervenieren. Sie stellen sich entschieden gegen diesen Plan. Nicht lange. Gegen ärztlichen Rat geht er eigensinnig auf Tournee, er und sein Konzert, beide begleitet von Marguerite Long. Schließlich und endlich wird sie es spielen, nicht er, wie er hoffte. Dabei hat er sich schier umgebracht bei dem Versuch, sich die nötige Virtuosität anzutrainieren. Stundenlang hat er sich die Finger verknotet bei den Etüden von Liszt und Chopin. Aber vergebens. Gezwungenermaßen muss er zugeben, dass seine Musik dieses Mal seine Möglichkeiten übersteigt. Sie ist viel zu schwierig für seine Hände, die sich damit begnügen müssen, sie zu dirigieren. Also muss er mit Marguerite reisen. Was das Klavier angeht, ist das gar nicht so übel. Was das Leben angeht, ist es überhaupt nicht lustig. Sie ist unerträglich, autoritär, enorm von sich überzeugt. Genau die Art Gouvernante, die einem für die Ferien aufgedrückt wird. Außerdem ist sie hässlich wie die Nacht. Und es geht nicht in alle 5 Erdteile. Sie beschränken sich auf Europa. Aber wie immer läuft es sehr gut. Er am Pult und Marguerite am Klavier machen überall gewaltig Furore. In Wien sind Marguerite und er zu einem großen Dinner- und Abendkonzert zu ihren Ehren eingeladen. Von Paul Wittgenstein, der das von ihm bestellte und ihm gewidmete Konzert mit eigener Hand aufführen wird. Das Dinner lässt sich an, wie alle Dinners dieser Art, nur dass an diesem Abend Wittgenstein, Marguerites Tischherr, ihr anvertraut, er habe an diesem ihr noch unbekannten Konzert einige Retuschen anbringen müssen. Sie nimmt an, dass seine Behinderung dem Pianisten Anlass zu einigen Vereinfachungen gegeben hat und meint, er solle doch Ravel von den Veränderungen informieren. Aber davon will Wittgenstein nichts wissen. Man erhebt sich von Tisch, man bewegt sich zum Konzert. Von Beginn der Aufführung an liest Marguerite, jetzt neben dem Komponisten sitzend, einerseits die Partitur in ihrem Schoß mit, andererseits von Ravels immer verblüffteren Gesicht die ärgerlichen Folgen der Eingriffe des Einarmigen ab.
Wittgenstein nämlich hat das Werk durchaus nicht vereinfacht. Ganz im Gegenteil, er hat die Chance ergriffen, zu zeigen, wie gut er ist, Behinderung hin, Behinderung her. Statt das Werk ernst zu nehmen und ihm nach bestem Gewissen zu dienen, spielt er mit ihm herum, fügt hier und da ein Arpeggio hinzu, da einen ganzen Takt, bastelt Triller ein, rhythmische Verschiebungen und andere Aufhübschungen, die kein Mensch von ihm verlangt hat, bei jeder sich bietenden Gelegenheit vollführt. Führt er rasende Läufe über die Tastatur zu den hohen Tönen, um zu zeigen, wie geschickt, wie schlau er ist, wie beweglich er geblieben ist und wie sehr er auf alles scheißt. Ravels Gesicht ist leichenblass. Nach dem Konzert versucht Marguerite sofort, im Vorgefühl, dass das eine schlimme Wendung nehmen könnte, für Ablenkung zu sorgen, aber nichts zu machen. Ravel nähert sich langsam Wittgenstein. So eine Miene hat man an ihm nicht mehr gesehen, seit er Toscanini zur Rede stellte. »So geht das nicht«, sagt er kalt. »Das steht nicht in den Noten. So geht das auf keinen Fall. Hören Sie, Wittgenstein will sich verteidigen. Ich bin ein alter Pianist. Offen gesagt, das klingt sonst nach nichts.« »Ich meinerseits bin ein alter Orchestrierer«, antwortet Ravel noch eisiger, »und ich kann Ihnen versichern, es klingt.« Die Stille, die sich bei diesen Worten über den Saal senkt, klingt ihrerseits umso lauter. Ohne ein weiteres Wort streift Ravel sich den Mantel über und verlässt verfrüht den Ort des Geschehens, die bestürzte Marguerite hinter sich herschleifend. Als er am nächsten Morgen auf den Zug für die Rückfahrt wartet, ist er immer noch genauso übellaunig. Marguerite steht auf dem Bahnsteig und wühlt bleich werdend, immer nervöser, in ihrer Handtasche herum. Das ist doch verrückt! Die Fahrkarten, sie können nicht weg sein. Wo habe ich sie nur hingetan? Sie sind wirklich eine Idiotin, Marguerite, wirft Ravel ihr hin, kalt und entnervt. Eine dämliche Kuh, präzisiert er bedächtig. Hat sie die Fahrkarten verbummelt? Diese Schlampe, immer muss sie irgendwas vergessen. Ach, da sind sie, ruft sie endlich aus und zückt die Fahrscheine, die sie in ihrem Muff versteckt hatte. Trotz allem ist es besser, dass Marguerite sich um die Fahrkarten kümmert, denn er vergisst alles. Ravel hat immer schon alles vergessen, ist immer zerstreut gewesen, hat Umschreibungen verwenden müssen, um einen Ort zu benennen, oder eine Person, und sei es eine ihm so vertraute wie Madame Revelot. Die Frau, die meinen Haushalt besorgt, wissen Sie, die mit dem miesen Charakter. Und sogar Marguerite selbst. Die da, die nicht so besonders gut Klavier spielt, Sie wissen schon, ihr Mann ist im Krieg gefallen. Das alles weiß Marguerite zwar, aber sie findet, dass er immer mehr vergisst. Trotzdem vergisst er nicht, was in seinen Augen am meisten zählt. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich stellt er sich klipp und klar dem Wunsch Wittgensteins entgegen, der gern eine kleine Reise nach Paris gemacht hätte. Er schreibt ihm einen knappen Brief, in dem er seine Interpretation als Fälschung bezeichnet und ihn dringend auffordert, sein Werk fortan streng notengetreu zu spielen. Als Wittgenstein beleidigt zurückschreibt, Interpreten dürften doch keine Sklaven sein, antwortet Ravel mit drei Worten, Interpreten sind Sklaven. Paris, Oktobernacht, 1 Uhr früh. Vor dem Théâtre des Champs-Élysées steigt ein Fahrgast in das Taxi. Der Fahrgast nennt als Ziel das Hôtel d'Athènes. Das Taxi fährt los. Die Fahrt ist nicht lang. Sie sind fast da, da kommt ein anderes Taxi über die Kreuzung geschossen. Der seitliche Aufprall ist sehr heftig. Die Trennscheibe im Taxi zerbirst und wird zu einer doppelten Klinge, die den Fahrgast Ravel in der Mitte durchschneiden möchte. Das gelingt ihr nur invollkommen. Sie kann ihm nur drei Rippen eindrücken und ihm drei Zähne ausschlagen, während die Glassplitter sich darum kümmern, ihm das Gesicht zu zerschneiden, vor allem die Nase, eine Augenbraue und das Kinn. In den drei folgenden Monaten tut Ravel absolut nichts. Man hat ihn behandelt, verpflastert, verbunden. Man hat sein Gebiss wiederhergestellt. Man kümmert sich intensiv um ihn. Er bleibt verblüfft. Er sagt kaum etwas und klagt nie. Außer, dass er hin und wieder bemerkt, bisweilen setze seine Denkfähigkeit aus. Sie funktioniere nicht immer wie gewohnt. Als die ersten drei Monate vorüber sind
und der Dickkopf von Wittgenstein tatsächlich doch nach Paris kommt, scheint Ravels Zustand sich vielleicht ein klein wenig gebessert zu haben. Es sieht sogar so aus, als hätte er sich mit dem Kriegsversehrten versöhnt, denn er sagt zu, bei einem Konzert zu dirigieren, während der andere das Konzert spielt. Der äußerlich ungerührt wirkende Ravel steht am Pult, schlägt den Takt und wie immer beim Dirigieren verhaspelt er sich ein wenig in seinen Bewegungen. Er ist offensichtlich nicht restlos präsent. Außerdem kann man aus dem Umstand, dass er den Taktstock in die linke nimmt, wenn seine rechte die Partitur umblättert, schließen, dass er sein Werk nicht mehr auswendig dirigiert. Immer noch schwer erschöpft reist er wieder einmal in die Ferien nach Saint-Jean-de-Luz. Wenn er in der Heimat ist, kommt doch immer alles wieder ins Lot. Aber genau in diesem Sommer beginnt es mit ihm bergab zu gehen. Offenbar hat Ravel gewisse Probleme damit, die Wörter zu malen, selbst für eine Einkaufsliste. Und am Strand, als er Marie Gaudin einmal zeigen will, wie man flache Steine flitschen lässt, gerät ihm die Bewegung daneben und der Kiesel knallt seiner Freundin ins Gesicht. Weil er auch nach diesem Vorfall unbedingt allein schwimmen will, kommt er 3 Tage später, als er sich weit hinausgewagt hat, nicht wieder zurück. Man fährt ihn suchen, man findet ihn, wie er toten Mann macht und sich in Erwartung der Rettung abtreiben lässt. Man holt ihn heraus, man fragt ihn, wie es ihm gehe. Er antwortet schlicht, dass er nicht mehr weiß, wie man schwimmt. Die Ärzte empfehlen ihm, seinen Urlaub an einem kühleren Ort fortzusetzen, zum Beispiel an der Kanalküste statt am Atlantik. Und tatsächlich nach einem Monat sieht alles besser aus. Er kann wieder nach Hause und schreibt an einen Freund. Bei uns geht's einigermaßen. Meine Haushälterin hat sich den Fuß verstaucht. Die kräftigste meiner kleinen Siamkatzen, die wie ein Scheunendrescher frisst, hat sich dabei eine Magenverstimmung zugezogen und ihrem Herrchen drohen durch Blutungsstörungen des Gehirns oder Verblödung. Jeden Tag geht er lange im Wald spazieren. Er verirrt sich nie. Aber in der Welt verirrt er sich und zwischen ihren Gegenständen. Als er eines Tages mit seinem Verleger zu Abend isst, packt er auf einmal die Gabel mit den Zähnen, bemerkt es sofort und wirft Marguerite, die neben ihm sitzt, einen verzweifelten Blick zu. Kurz, es geht ihm jammerschlecht. Man versucht ihm Ablenkung zu verschaffen, man nimmt ihn ins Konzert mit, so oft es nur geht, aber er sitzt wie ausgelöscht da, reglos und still, als wäre er nicht anwesend, sondern schon gestorben. Er erkennt nicht mehr viele Leute, aber das ist ihm alles bewusst. Er sieht genau, dass seine Bewegungen ihr Ziel verfehlen, dass er ein Messer bei der Klinge greift, dass er das glimmende Ende der Zigarette auf seine Lippen zuführt und jedes Mal korrigiert er sich alsbald. Nein, murmelt er für sich, so nicht. Er sieht sehr wohl, dass man sich nicht so die Nägel schneidet, dass man die Brille nicht so herum aufsetzt. All das beobachtet er klar. Opfer seines Verfalls und aufmerksamer Beobachter zugleich. Lebendig begraben in einem Körper, der seiner Intelligenz nicht mehr folgt. Er sieht zu, wie er von einem Fremden bewohnt wird. Das ist doch wirklich tragisch, was mir da passiert, sagt er zu Marguerite. Geduld, antwortet sie jedes Mal. Das geht vorbei. Warten Sie noch und denken Sie an Verdi. Der musste 80 werden, um den Falstaff zu komponieren. Als er nach wie vor traurig ist, weist sie darauf hin, dass sein Werk bleibe. Auch wenn er nichts Neues mehr schaffen könne. Sein Werk ist vollendet, wiederholt sie. Es ist reich und großartig. Ravel fällt ihr verzweifelt ins Wort. Wie können Sie so etwas nur sagen? Ich habe nichts geschrieben, ich hinterlasse nichts. Ich habe nichts von dem gesagt, was ich sagen wollte. Er ist allein zu Hause in Montfort, ohne Illusionen. Er ist dort immer allein gewesen, aber von der Musik gehalten. Jetzt ist er seines nutzlosen Lebens überdrüssig. Er wehrt sich vergebens dagegen, zu nichts mehr zu taugen, in sich selbst eingesperrt zu sein. Es hat seine Zeit gedauert, aber endlich spielt man in seiner Gegenwart das Konzert für die linke Hand in seiner authentischen Form. Wieder einmal neigt Ravel sich während dieses Konzertes zu seiner Nachbarin und fragt, ob das, was man da hört, wirklich von ihm sei? Nur gibt es diesmal einen mildernden Umstand.
Er hat es in dieser Form noch nie gehört. Doch als er 3 Monate später ein ganzes nur aus seinen Werken für Klavier bestehendes Konzert hört, scheint ihm hinterher nicht klar zu sein, dass er es ist, den man da bejubelt. Offenbar meint er, die Ovationen gelten einem neben ihm sitzenden italienischen Kollegen, denn diesem wendet er sich höflich zu und bedenkt ihn mit einem mechanischen Lächeln und furchterregend leerem Blick. Dann nimmt man ihn zum Abendessen mit, er folgt der Bewegung ohne ein Wort, ein Phantom seiner selbst, stets picobello gekleidet, nur dass Madame Revillot für den Fall der Fälle seine Adresse mit einer Nadel am Jackenaufschlag befestigt hat. Natürlich muss man etwas unternehmen. Seine Umgebung bespricht sich unablässig. Man konsultiert in Paris die beiden Pioniere der Gehirnchirurgie, deren einer von einem Eingriff abrät. Der andere erklärt im Wesentlichen, auch er würde kein Risiko eingehen, wenn es sich um irgendwen handeln würde. Aber nun, hier geht es um Ravel. So wie die Dinge stehen, soll man besser was versuchen. Man vereinbart einen Termin 2 Tage später. Da man ihm vor der Operation den Schädel rasieren muss, versuchen Edouard und die anderen, ihn zu beruhigen. Denn als er seine Haare fallen sieht, fleht er sie an, ihn nach Hause zu bringen. Sie versuchen ihm einzureden, es handelt sich nur wieder um eine Röntgenaufnahme, um eingehendere Untersuchungen, denen er sich unterziehen müsse. Aber Ravel glaubt kein Wort. »Nein, nein«, sagt er sanft, »ich weiß schon, ihr wollt mir den Kopf aufschneiden lassen.« Dann, als man ihm aus weißen Leinentüchern einen Turban bindet, scheint er mitzuspielen und lächelt als erster über seine unverhoffte Ähnlichkeit mit Lawrence von Arabien. Mit bloßen Händen sägt man ihm den Schädel auf, um zu untersuchen, wie es da drinnen so aussieht. Das Gehirn präsentiert sich links etwas eingesunken, wirkt aber ziemlich normal, ohne auffällige Erweichung. Man kann keinen Tumor entdecken. Mehrmals wird in der Hoffnung auf eine Erweiterung etwas Wasser injiziert. Das Gehirn schwillt an, fällt aber sofort wieder zusammen. Der Hirnschwund scheint irreversibel. Kurz, man kommt nicht groß weiter. Man verzichtet auf weiteres Vorgehen, schließt die Injektionsöffnung, lässt die Duramater offen, setzt das Stirnbein wieder ein und näht mit braunem Faden zu. Als Ravel nach der Operation für eine Weile zu Bewusstsein kommt, denkt man erst, er sei aus dem Schneider. Er nimmt etwas Nahrung zu sich, verlangt nach Edouard, dann nach einer Dame. Man erkundigt sich, welche er meint. Man schlägt ihm Namen vor, denn er hat Artikulationsschwierigkeiten. Ida Rubinstein. Er schüttelt den Kopf, macht eine Handbewegung gen Boden. Hélène Jourdan-Morange. Nein, bedeutet er. Marguerite Long. Nein, nein, erklärt er mit immer derselben Geste. Weiter unten, sagt er schließlich, weiter unten. Endlich begreift man und holt Madame Revillot. Er schläft wieder ein. Er stirbt 10 Tage darauf. Man kleidet seinen Körper in einen schwarzen Anzug, weiße Weste, weiße Fliege, helle Handschuhe. Es gibt von ihm kein Testament, kein bewegtes Bild, nicht eine einzige Aufnahme seiner Stimme. Wer sich traute, Ravel zu fragen, was er als sein Meisterwerk ansah, dem antwortete Ravel sogleich, den Bolero natürlich. Schade nur, dass er überhaupt keine Musik enthält.